Wir sollen diese Folge zum Funkturm. Deswegen müssen wir durch diesen Bunker durch. Diesen alten japanischen. Mal sehen, was es hier gibt. Kann man nicht kaputt schießen. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich rein. Cool. Eine Münze der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert, könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Auch wieder so ein Loch drin. Ja. Es fehlt uns ja nur noch so ein Leuchtteil. Ihr wisst schon, ne? Geocache. So, das hätten wir auch geschafft. Ich bin immer so ruhig beim Kämpfen. Noch mehr Pfeile. Liegt hier irgendwo was? Hier hinten vielleicht? Hier rum? Ah, eine Kiste. Und? Sieht da was leuchten? Sui. Ein Set komplett. Set komplett. Ja, jetzt sind wir schon bei Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Voll. Panisch? Ja, panisch. Was macht sie denn? Jetzt sind wir in welchem Gebiet? Bergbasis. Ein Lager. Drei Dokumente, zwei Geocaches und fünf Ungläubige. Da liegt was.
Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Wo ihr nicht wegkommt. Das ist doch irgendwie auch kein Leben, oder? Ist da jemand? Komm mit, wir sehen nach. Und nun? Jetzt habe ich das kaputt gemacht. So, böse Musik ist vorbei. Das heißt, wir haben es mal wieder bis hierhin geschafft. Oh, das ist ja so spannend, dieses Spiel. Das ist die Kiste. Du weißt auch immer sofort, wenn die gute Frau ihren Bogen in die Hand nimmt, dass dann gleich Gegner kommen. Aufstemmen. Was ist das? Was da drin ist. Bergungsgut. Klasse. Die Tür kriegen wir nicht auf. Trotz Stemmeisen. Ich muss mal. Also ich nicht, aber sie. So, könnt ihr mal kurz weggucken? So. So, Hände waschen. Wischi, 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 wischi. Hier kommt kein Wasser mehr raus. Ist ja auch kein Wasserhahn dran. Oh, jetzt hat sie ganz viel Kacke am Finger. Und Pfeile. Die sammelt sie ja auf. Da. Was ist das? Generator. Keine Ahnung. Das sind die Ungläubigen. Kriegt ihr jetzt Feuer hier? Feuer! Da ist ein Feuer! Zündel, zündel, zündel! Kann man das aufbrechen? Nein. Aber sowas zünden wir gerne an. Ungläubige! Was ist das? Nix. Was ist das? Nix. Ich mach dich fertig. Das glaube ich nicht. Jetzt mehr reinklettern. Nee, gibt es hier keine Arena-Kämpfe. Was muss ich denn hier machen?
Na toll. Wofür soll das gut sein? Da kann man wieder stemmen. Schnell raus da. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ah ja, jetzt können wir das da reinwerfen. Was für eine Aktion. Wo ist er? Ein neues Schießi-Ping. Sehr schön. Beende es. Bitte. Bitte. Töte mich einfach. Das kannst du haben. Hier, guck mal. So einfach konnte ich nicht noch nie kommen. Zur Hölle. Echt, Arschloch. Da darf man nicht irgendwie gnädig sein, weil das kriegt man alles nur wieder. So ist das Leben. Hart und ungerecht. Okay, gehen wir mal weiter. Wenn wir noch ein paar mehr töten können. Da liegt was. Auch meine Lieblingsobjekte. Was ist das hier? Munition. Sehr schön. Und Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Aha. Wurden erst sich zunutze machen. Die Kräfte der Insel. Jetzt kriegt man! Ich habe ja keine Muni mehr. Jetzt krieg ich wieder Muni. Doch, wenn ich die aufsammel. So. Alles aufsammeln, was hier ist. Das gibt ihr jedes Mal Bergungsgut. Oh, ich freue mich. Gut geskillt. So viele Leichen, die ich hier lasse. Kartenraum. Aha. Ich will hier aber noch gar nicht rein. Da blinkt was, da blinkt was, da blinkt was. Sehr schön. Was ist das? Nichts.
Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Der Sturm beobachtet. Fürchte die Dämonen. Halt! Ich brauch mal Feuer. Entschuldigung. Für die hektischen Bewegungen. Ich brauche meine Flamme. So kriege ich denn jetzt mal Feuer her? Das anzünden. Kann man das nicht? Ich möchte nur die Fackel anzünden. Och Mann. Ich muss irgendwo die Fackel anzünden können. Hier vielleicht? Da haben die hier Strom und Generatoren und das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich brauche trotzdem Feuer, sonst kann ich nämlich diese Poster nicht anzünden. In dem Raum hier war nämlich ein Poster. Da ist doch Feuer, ich bin so blind. Ja. Zündel, 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 war ja klar, dass da der kommt. Das ist doch immer so in diesen Spielen. Dass man sich ordentlich erschrickt. Hey, wo war denn der Raum jetzt? Bin ich blöd? Ach, da hinten. Diese Frage möchte ich keine Antwort. Besonders nicht von dir. Danke. Ja. Weiß ich nicht, ob hier noch mehr Poster hängen. Ich habe hier bisher noch keine gesehen. Ich habe bestimmt schon wieder 5 übersehen, wie er das kennt. Nee, das war keins. Da ist noch eine Kiste. Kram, Bergungsgut. Ich bräuchte mal wieder ein Lager zum Upgraden. Das wäre schön. Ah, dann laufen wir hier mal weiter. Nee, da war noch... Nee, war nix. Laufen wir mal weiter. Der kam von oben, ne? Und Tür aufbrechen. Und stopp, stopp, stopp! Hast gut gestemmt. Da ist wieder was. Und zündel, 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 zündel. Laubsauger, sag ich da nur. Laubsauger. Na, toll. Kriegst du alles kaputt, Mädel. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist... Dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Das übt. Komm mal, sammeln wir noch den Kram hier ein. Und den Kram. Und den Kram. Oh, ein Buch. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so.
Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. 1982 war das. 6. September. Hehe. Am 6. September. Okay. Ja. Dann wollen wir mal gucken, was uns hinter dieser Spalte erwartet. Ob ihr wisst ja, wie das ist, ne? Das sehen wir in der nächsten Aufnahme. Tschüss.